Jede Bürgerin und jeder Bürger eines Staates kann Interessengruppen gründen oder welchen beitreten. Interessengruppen sind Vereine, Organisationen und Zusammenschlüsse von Menschen, die bestimmte Ziele verfolgen. Sie möchten auf die Politik und Öffentlichkeit mit ihrer Lobbyarbeit einwirken. Im Englischen werden zivilgesellschaftliche Interessenvertretungen als Non-Governmental Organizations, also als Nichtregierungsorganisationen, bezeichnet. Über Zivilgesellschaft erfolgt ja der Input ins politische System, also die Information an die politischen Entscheidungsträger über das, was eigentlich die Interessen in der Bevölkerung sind. In den meisten Ländern, außer in der Schweiz, können die Leute ja nur alle 4 Jahre wählen, von wem sie vertreten werden wollen. Aber auch in der Zeit dazwischen muss natürlich der Informationsfluss über die Interessen der Gesellschaft in das politische Entscheidungssystem fließen. Und das geht natürlich am besten durch NGOs, Interessengruppen, die die Interessen bündeln und dann weiterleiten. Also der Input muss gewährleistet sein und das ist ganz, ganz zentral. Interessenvertretungen haben in der europäischen Geschichte eine lange Tradition, doch wurden viele von ihnen von den damals autoritär geführten Staaten Europas verboten oder unterdrückt. Erst das 19. Jahrhundert brachte eine Wende, auch wenn sich die Monarchien weiterhin gegen bestimmte Interessenvertretungen zur Wehr setzten. Ein Beispiel sind die Gewerkschaften. Sie setzen sich für die Rechte der Arbeiterschaft ein. Gewerkschaften wurden in Deutschland und Österreich lange Zeit vom Staat bekämpft und konnten viele ihrer Interessen erst in den Demokratien durchsetzen. Während der Diktatur der Nationalsozialisten verbot die Staatsführung alle freien Gewerkschaften. In dieser Zeit wurden vor allem jene Interessenverbände gehört und gefördert, die der Kriegswirtschaft, der Ausbeutung anderer Länder und der Ermordung von Menschen dienlich waren. Während es in entwickelten Demokratien im Idealfall den freien Wettbewerb der Interessenvertretungen untereinander gibt, besetzen in autoritär geführten Staaten einzelne Interessenverbände die Machtpositionen. Gesetze und wirtschaftliche Rahmenbedingungen werden so nach ihrem Wunsch gestaltet. Die von ihnen gelenkte oder beeinflusste Regierung verteilt Geld.